Herzlich willkommen zu einer gesegneten Zeit, zu einer ermutigenden Zeit, auferbauend mit Gottes Haus. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Hallo. So, wir haben heute Abend einen spannenden Beitrag, einen spannenden Impuls gehabt, den wir mit euch teilen wollen. Und wir wollen schauen, dass wir diese Zeit gemeinsam nutzen, um auch Dinge aus der Bibel zu entdecken. Wir wollen erfahren, was hat die Bibel uns alles an Reichtümern mitgegeben. Und wir sind echt begeistert über dieses Thema, was wir gewählt haben. Und was mal wirklich anders ist als das, was wir die letzten Wochen und Monate gemacht haben. Genau. Ich liebe dieses Thema, weil es auch für uns oft wichtig ist, dass wir so unsere ganze Ausrichtung Geist, Seele und Leib im Fokus behalten. Die Bibel macht da keinen Unterschied. Sie sagt nicht, ja, wir kümmern uns nur um den Körper und wir kümmern uns jetzt nur um den Geist und dann kümmern wir uns nur um die Seele, sondern die Bibel spricht immer von dieser Einheit. Und deswegen haben wir heute dieses spannende Thema gewählt. Ich will noch gar nicht so viel sagen. Am Anfang möchte ich euch einen Impuls weitergeben, und zwar einfach so dieser kleine Rückblick auf diese letzten 7 Monate. Für viele erscheint diese Zeit, die wir durchschritten haben jetzt, schon als ein ganzes Jahr. Oder, das ist schon alles so lang. Und wir haben uns an manche Sachen wirklich gewöhnt. Auch an negative Dinge. Allerdings. Und das Ding ist, diese Zeit, die wir durchschritten haben jetzt, sie ist nicht vorbei. Also wer denkt, wir kommen jetzt in eine ruhige Phase und dann machen wir das jetzt noch über den Winter, aber dann ist es vorbei und wir können wieder zu dem zurückgehen, wie es vorher war. Das wird unserer Meinung nach nicht so sein. Und das ist auch das, was die prophetischen Worte sagen, dass wir da tatsächlich in immer mehr Erschütterungen und Krisen hineinkommen. Also zu glauben, es wird wieder so wie vorher, wie früher, das glauben wir, ist nicht sehr realistisch. Ja, es ist so viel passiert, auch historisch gesehen. So etwas hat die Menschheit noch nicht erlebt. Es ist nicht ein Vorgehen oder etwas, was wir nur in unserem Land erlebt haben, sondern es ist ja ein weltumspannendes Vorgehen, eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir hatten keinen Abgleich mit früheren Dingen, dass wir das schon mal erlebt hätten, sondern es ist historisch, es ist neu und es ist für viele besonders gewesen und erschreckend gewesen. Aber ich möchte gar nicht stehen bleiben bei diesen negativen Dingen, die wir alle jetzt gelernt haben. Du darfst nur mit Maske gehen und da darfst du das nicht und hier das nicht und du musst ganz vorsichtig sein. Und wir haben alle gehört, die Regierung kümmert sich um unsere Gesundheit. Sie macht sich schreckliche Sorgen um unsere Gesundheit. Und fast nach jeder Nachrichtensendung oder überhaupt wird gesagt, bleiben Sie gesund. Also dieses Bleiben Sie gesund finde ich an sich keinen schlechten Wunsch. Aber er wird mit einem gewissen Unterton uns immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Und es geht in der Bibel, aus der biblischen Sicht, aus unserer gläubigen Sicht, aus der Sicht des Glaubenslaufes, geht es gar nicht nur um bleib schön gesund, sondern der Herr ist interessiert an unserem Herzen. Ich würde sagen, du musst ein gesundes Herz haben in deinem Glaubensleben. Das ist das, was du mit in die Ewigkeit nehmen wirst. Nicht dieses irdische Haus, wie es der Paulus sagt. Sozusagen, bleib geistlich gesund. Ja. Und fokussiere dich nicht nur auf das Körperliche. Körperliche Gesundheit ist so oder so vergänglich und wird nur für ein paar Jahre dauern. Aber die geistliche Gesundheit, die ist entscheidend, wo wir die Ewigkeit verbringen. Genau. Und als ich darüber nachgedacht habe, da habe ich gedacht, hey, viele, die uns geschrieben haben, viele, die mit uns enger zusammengerückt sind,
An Ihnen habe ich festgestellt, Sie haben etwas in dieser sehr herausfordernden Zeit ganz neu entwickelt. Und das ist eine Mentalität des Überwinderlebens. Die Bibel spricht von diesem Überwinderleben. Yes. Und das ist etwas, was wir in den Lebensgeschichten, die uns geschrieben werden, in den Gebetsanliegen, die wir hören, ja, in den Zeugnissen, die wir hören, das ist das, was wir ablesen können. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch diese Mitteilungen, Gebetsanliegen und Berichte durchzieht. Ich will ein Überwinder werden. Ich will, dass mein Herzensanliegen das ist, dass ich mehr und mehr an Kraft zunehme, an Glauben zunehme, dass ich stark werde in Gott und in der Macht seiner Stärke. Genau, und ich gerade habe, in den schwierigen Zeiten. Genau. Also das ist absolut vernünftig, sich genau, ja, danach auszustrecken. Wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe darüber nachgedacht, dass der Mensch, der gläubige Mensch, der mit dem Herrn zusammen durch die Dinge seines Lebens geht, dass er wirklich in die Lage kommt, Siege zu erringen. Es ist nicht so, dass er auf der Strecke bleiben wird, sondern mit dem Herrn wirst auch du durch deine Situation wirklich siegreich hindurchkommen. Durch Situationen, die so ausweglos aussehen, sagt Gott, bei mir sind alle Dinge möglich. Situationen, die wirklich aus der gegenwärtigen Bedrängnis herausheben. Und Menschen, die zu Überwindern ausgebildet werden, sie haben mit Gott dem Vater und mit Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist in diesen herausfordernden Kämpfen überwunden. Das sind die Menschen, die ich quasi schon sehe auf diesem Siegertreppchen. So, die meisten von uns wollen Siege haben, die wenigsten wollen den Kampf vorher führen. Und schon manche. Manche sind willens, manche sind zu gut trainiert. Ja. Und ein Überwinder. Ja. Ohne Kampf kein Sieg. Ja. Ohne Kampf kein Sieg. Und ein Überwinder weiß, dass sein Morgen in den Händen Gottes ist und bleibt. Dein Morgen, dein Übermorgen, yes, es wird in den Händen Gottes geborgen und geschützt sein. Gott hat bis heute über uns, über unsere Kinder, über unser Kindeskind seine Hand gehalten und geschützt und bewahrt. Wie viele Wege bist du heute gegangen, gefahren und Gott hat seine Hand darüber gehalten? Wie viele Dinge hast du heute gehabt, die dir helfen, dass du in deinem Alltag wirklich durchkommst? Dass, yes, du, Amen, jetzt hier diese Zeit miteinander mit uns unter dem Wort Gottes verbringen kannst. Das ist Segen und das ist Bewahrung und das ist Trainieren, als Überwinder trainiert zu werden. Was wir in den letzten Monaten auch immer wieder gehört haben, das ist, dass Menschen durch diesen Dienst von uns, von Gottes Haus, einfach trainiert wurden, dass sie dazugelernt haben, dass sie ihre Zeltflöcke, wie es in der Bibel heißt, weitergesteckt haben. Ausgerüstet. Dass sie viel mehr Freudigkeit hatten zum Beten, dass sie neue Anfänge mit dem Herrn gemacht haben. Und das ist etwas, was uns echt freut, wo wir beten, wo wir dankbar sind, wo wir wirklich das ist ja eigentlich der Dienst von Gottes Haus. Ja. Christen aufzubauen, vor allen Dingen solche, die niedergeschlagen sind, aufzubauen, auszurüsten, damit wir wieder in den Kampf hineingehen, in, genau, den Lauf, der in ihnen verortet, Position, ist. Dieses, ja. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Ja. So, und der Dienst von Gottes Haus, das ist jetzt eben auch in diesem Monat mit dem Livestream gewachsen. Wir sind so dankbar für alle, die uns auch in der Weise finanziell unterstützt haben, dass wir da rein investieren konnten. Absolut. Wir haben uns einen Fachmann geholt, wir haben mit dem Licht etwas gemacht und mit dem Raum etwas gemacht. Aber das ist etwas, was der Herr uns geschenkt hat und wo wir wirklich
Menschen an die Seite bekommen haben, die uns finanziell mitgetragen haben. Und wir sind euch wirklich von Herzen dankbar. Absolut. So, auf unserer Webseite, die wir auch neu machen konnten, da findest du Texte, da findest du ganz viele Clips, kurze Clips, längere Predigten, ganz verschiedene Themen, die dir helfen sollen, das Überwinderleben zu trainieren. Wir wollen einfach, wir wollen nicht mit nur 3-4 Leuten irgendwie mal gerade über die Linie kommen, sondern wir wollen mit euch allen wirklich am Ziel ankommen. Und wir werden nicht aufhören, das euch zuzusprechen, das zu beten für euch, zu glauben für euch, uns da rein zu investieren. Und wir wollen euch diese Anliegen wenn mitgeben. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, wollen wir eine riesen Jubelfeier haben. Ja. Wir wollen euch trainieren und uns trainieren, den Feind wirklich, in welcher Verkleidung er auch in deinem Leben ist oder wütet oder etwas anrichtet, wir wollen euch trainieren und wir wollen trainierte Leute sein, die ihn überwinden. Und wir wollen, ich habe heute gedacht, wir wollen eigentlich Schlangentöter ausbilden. Das ist auch ein Titel von einem Buch, was wir haben. Nicht und, wirklich. Nein, wie heißt es? Drachentöten. Drachentöten sogar. Drachentöten. Also nicht nur Schlangentöten, sondern Drachentöten. Ich hatte an die Schlange gedacht, weil das ein Bild in der Bibel ist, der Teufel als eine Schlange. Oder als Drache. Oder als Drache. So, was wir auch gerne haben würden, wo wir auch beten, das ist, dass du immer wieder in die Situation und in die Lage kommst, deine Augen zu erheben auf Gott. Nicht immer unten zu gucken auf die Umstände. Also ich kann euch sagen, ich weiß, wie das ist. Und ich weiß, dass ich es lernen musste und immer noch dran bin, dass ich in den Herausforderungen wirklich meinen Blick erhebe und sage, Herr, du bist mächtig, du bist groß, du bist größer als die Dinge, die jetzt hier sind. Und du wirst in mir dein Werk vollenden. Amen. So, was ich auf dem Herzen habe, ist auch, euch an den Zeugnissen teilhaben zu lassen. Ich möchte sie einfach mit euch teilen. Das, was wir zurückgemeldet bekommen, dass du weißt, es ist gut, dass Menschen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit den Verheißungen ausgerüstet werden und dass sie widerstehen können und dass sie stehen bleiben können, wenn sie alles ausgerichtet haben. Wir sind von Herzen dankbar für jede Rückmeldung, für jeden Kommentar, für jedes E-Mail. Wir lesen alles, aber rein zeitmäßig ist es mit dem Beantworten häufig so, dass das einfach viel zu viel ist. Also wir sind dankbar für alles und wir lesen alles. Und selbst wenn du vielleicht keine Antwort kriegst, dann sei gnädig. Aber wir haben es gelesen. Wir bewegen das. Die Gebetsanliegen sind uns sehr wichtig. Ja. Und es ist einfach gut, auch so Feedback zu bekommen für die eigene Arbeit und ja, zu erfahren, dass Menschen ermutigt werden durch das, was wir tun. Jemand hat uns geschrieben, dank eurer Arbeit auf YouTube habe ich zu Gott und Jesus zurückgefunden. Halleluja. Das ist Halleluja-mäßig. Das ist das große Ziel. Das ist das, wofür wir jede Woche antreten. Und sie schreibt weiter, ihr gebt mir Mut und Hoffnung in dieser irren Zeit der Pandemie zu überwinden. Tausend Dank, dass es euch gibt und ich sende euch eine Herzensumarmung. Oder heute hat mir jemand geschrieben, ich freue mich schon jeden Freitag auf das Livestream und ich warte drauf und ich bin immer ganz gespannt, was das nächste Thema ist. So, jemand anderes schreibt, ich möchte lernen von eurem Gebet und der geistlichen Kampfführung und bete mit euch. Das ist auch etwas, was unser Anliegen ist, dass wenn wir beten, dass du, wie soll ich sagen, mitgehst, mit reinkommst. Dass du es empfängst, dass du sagst, I receive, ich nehme das für mich, aber ich lerne auch,
zu beten in Hoffnung. Nicht aus der Niederlage, sondern aus der Siegesposition, die wir in Jesus haben. Wir haben in ihm eine neue Identität, die uns auf eine ganz andere Basis gebracht hat. Jemand schreibt, der Ermutigungsdienst ist einfach ein Ort, an dem ich mich geistlich zu Hause fühle. Ich erkenne, wie Gott mich seit Jahrzehnten auf diese Zeit, die ich jetzt erlebe, also diese Pandemiezeit, vorbereitet hat. Und vor allem in den letzten 3 Jahren. Sie waren extrem, extrem hart. Und ich schaue mit freudiger Unruhe jeder nächsten Wehe entgegen und ich sehe, dass Sachen ins Sein gebracht werden, die schon jahrzehntelang mein Gebetsanliegen sind und die ich nicht teilen konnte, weil ich als Spinner dagestanden hätte. Mhm. Und ich habe in euch jemand gefunden, der das verstehen kann. Dann hat jemand geschrieben, zunächst möchte ich mich bedanken für eure ermutigenden Predigten jeden Freitag und ich bin sehr gestärkt, inspiriert und ermutigt und habe so viel Hunger und Durst nach Gottes Wort bekommen. Halleluja. Hey, das ist das. Das ist das, weshalb ich in der Bibel studiere und überlege, wie können wir euch das mitgeben, wie können wir es euch irgendwie in guten Worten und Übersetzungen wirklich nahe bringen, dass ihr diesen Hunger und Durst immer mehr empfindet. Wir wollen euch nicht satt machen, sondern eigentlich wollen wir, dass ihr noch mehr Hunger habt. Immer Hunger mehr, nach mehr. Immer mehr. Mehr von immer Herrn, mehr von Gott. Genau. Immer mehr von deinem Wort. Danke für euren starken Dienst und ich habe ein Gebetsanliegen für das Mosekörbchen. So, das Mosekörbchen, das ist etwas geworden, ein Synonym oder ein Bild für unsere Gebetsarbeit und wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, was ihr uns entgegenbringt, dass wir diese Gebetsanliegen von euch aufnehmen können. Für uns ist es wirklich ein sehr ernst nehmen von Herzensanliegen, von einem Herzensschrei, den ihr habt, dass ihr Unterstützung in eurem Gebet braucht und sucht. Und wir nehmen die auf, wir drucken sie aus, wir beten darüber und wir tun sie in das Mosekörbchen, weil dieses prophetische Wort ja gewesen ist, warte, bis ich mein Werk vollendet habe. Und das ist immer noch unser Gebet und unsere Hoffnung. Yes. So, und das freut mich, wenn jemand sagt, ich bin gestärkt worden und ich habe noch mehr Hunger und Durst. Ich bin nicht zufrieden nach den Predigten, sondern ich gucke sie mir nochmal an oder ich gucke sie häppchenweise an. Oder jemand hat geschrieben, ich fange am Montag früh an, mir die Predigt anzuhören, weil dann sind meine Kinder alle aus dem Haus und ich habe Zeit für mich und den Herrn. So, wenn du kleine Kinder hast, dann wirst du wissen, es ist manchmal ein Ringen darum, wie man Zeit günstig mit Gott verbringen kann, die uns aufbaut, die uns ermutigt, die uns weiterbringt. So, also wir danken euch sehr, sehr herzlich für alle eure Rückmeldungen in dieser speziellen Zeit. Und wir wollen schauen, wie der Herr uns weiterführt, wie er zu uns spricht und wie er uns selbst lehrt, dass wir gute Trainer sind, dass ihr gut ausgerüstet durch diese Zeit gehen könnt. Und ausgerichtet werdet auf das, wo der Herr ist, wo er zu sehen ist, wo er zu hören ist. Und deshalb lass uns zusammen jetzt beten, dass wir uns eins machen im Gebet, dass wir vor dem Herrn stehen. Unsere Zeit gehört ihm. Er hat sie uns gegeben. Wir sind in seiner Hand und Amen. Dafür danken wir. Wirklich von Herzen. Vater im Himmel, wir wollen dir
jetzt alle Ehre geben. Wir wollen sagen, dass wir dich preisen und dich loben und dich ehren über das, was du uns in den letzten Wochen und Monaten gegeben hast, wo du uns gestärkt hast, wo wir es nicht erwartet haben, wo du zu uns gesprochen hast, wo wir überrascht waren, wo du uns durchgetragen hast, wo wir es nicht noch nicht mal gemerkt haben. Herr, wir danken dir, dass du deine Engel ausgesandt hast, dass sie an unsere Seite kommen. Wir danken dir, dass du uns neue Zuversicht, neue Hoffnung, neue Erfrischung, neue Verheißung, neues Leben gegeben hast in Jesus Christus. Halleluja. Und Herr, wir danken dir für das Geschenk des Heiligen Geistes, der zu uns spricht, der in uns lebendig ist. Halleluja. Der Tröster und Ratgeber, der uns in alle Wahrheit leitet. Ich bin so dankbar, Heiliger Geist, wir danken dir von Herzen. Und rede jetzt zu uns allen durch dieses Thema, durch die Worte, durch dein heiliges Wort, was du uns gegeben hast. In Jesu Namen. Yes. Amen. 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 Unsere Themen entstehen nicht aufgrund eines Marketingplans, nach dem Motto, wir überlegen, wie kann man es formulieren, dass man möglichst viele Klicks auf YouTube kriegt oder sowas. Wirklich nicht, sondern wir lassen uns das vom Herrn geben. Und diesmal war ein Thema dran, wo wir gesagt haben, huch, das ist mal ganz was anderes. Ja. Also sei gespannt. Aber vorher möchte ich hier noch dieses Buch vorstellen, beziehungsweise noch zwei Bücher. Schlangen. Ja, mit den Schlangen, die in Wirklichkeit Drachen sind. Das ist ein super cooles Buch, relativ neu von Daniel Kolenda, dem Nachfolger von Reinhard Bonke, einem amerikanischen Evangelist, mächtigen Mann Gottes. Und der hat hier dieses Buch geschrieben, das ist geistliche Kampfführung in Theorie und Praxis. Es ist jetzt nicht ganz so, wie soll ich mal sagen, praxisorientiert, sondern er macht einen ganz großen Bogen über die Probleme, mit denen wir zu tun haben. Also ein Punkt ist beispielsweise bei ihm unser Denken. Er sagt, unser Denken grundsätzlich als Menschen ist eben schon im Grunde genommen nicht göttlich inspiriert, sondern schon vom Feind her. Wir denken eigentlich schon im falsch, ja, und Philosophien sind falsch und so weiter und geht so ganz interessant an die Thematik dran. Auch natürlich wirklich Thema Befragungsdienst und so weiter. Aber es ist jetzt kein Grundlagenbuch, sondern mehr ein hochinteressanter Abriss über die ganze Thematik. Der wahre Kampf ist der, den man nicht sieht. Ein Buch, was wir wirklich empfehlen können, was wir bei uns im Shop haben. Ich habe auch mitgearbeitet an der Übersetzung und so weiter. Kannst du also bei uns bekommen von Daniel Kolenda. Kostet 14,90 €. Und dann möchte ich dir noch ein anderes kleines Büchlein empfehlen. Gottes Botschaften hören und verstehen. Das ist ein Buch, das ist günstig, 10 € von Holger Genzmer, mit dem wir persönlich bekannt sind. Er und seine Frau und Claudia. Ist sehr praktisch. Extrem praktisch. Es geht genau darum, Gottes Botschaften hören und verstehen. Ja. Also wie empfange ich als Christ Gottes Botschaften? Ja. Wie kann es sein, dass er zu mir redet? Zu mir redet für andere und so weiter. Und das beantwortet der Holger hier grandios in diesem Buch. Extrem zu empfehlen, ist nicht teuer. Und wie er hier schreibt, die Gabe der Prophetie, ein Praxisbuch. Ja. Sehr praktisch. Wir hatten mit Holger und seiner Frau schon verschiedene Seminare bei uns und die Leute waren begeistert, weil es eben praktisch war. Wie komme ich wirklich da hinein in diese Gabe der Prophetie? Ja. Sollen wir jetzt mal das Thema sagen? Nein. Okay. Ich habe noch was. Der Martin hat noch was. Ich habe noch was etwas Ernstes. Ach ja. Hinterher wird es nicht so ernst, aber jetzt wird es ernst. Und zwar, in den vergangenen Monaten ist uns mehrfach, also mehrfach wirklich, begegnet, dass irgendwelche Leute kamen, Christen, und uns oder anderen den Mund verboten haben. Ja, also geistliche Leiter, meistens nicht wirklich, sondern eher irgendwelche Christen, die... Also nicht Dienste oder Leiter in Diensten? Nee, Leiter nicht, sondern eher irgendwelche Leute, die so ihre persönliche Meinung haben. Ja. Und Christen, die eine andere Meinung haben, dann also im Grunde genommen ja, verurteilen, beleidigen oder eben ihnen tatsächlich den Mund verbieten. Und hier habe ich ein längeres Mail bekommen
von einem Mann. Der hat sich über unser Statement zu den Christen im Widerstand letzte Woche also geärgert, weil er diese Bewegung eben als kritisch sieht und dem hat er so richtig Luft gemacht. Ja. Und da sind ein paar solche typischen Sachen drin, deshalb dachte ich, ich würde das gerne mal so ein bisschen nur mit euch durchgehen. Es sind nur Auszüge hier raus aus dem Mail, weil es so ganz klassisch ist, wie das einfach läuft. Ne? Also er bezeichnet das, was da läuft, also wenn man eben irgendwie protestiert, seinen Mund aufmacht, wenn man kritisch seine Position bezieht, kritisch Sachen sieht, das bezeichnet er grundsätzlich schon mal als Wirken im Fleisch. Das Mund zuhalten, akzeptieren und abnicken, vermutlich sieht er dann als geistlich an, weiß ich nicht. So, und dann, wenn das Mail startet, dann uns geht gleich erstmal die rechte Schublade auf. Mhm. Ja, also alles, was kommt, ist erst schon mal in der rechten Schublade, so die ganz, ganz klassische Kiste. Ja, das sind die Fundamentalisten, das sind die Rechten, das sind Rechtsradikale und so weiter. Ne? Sofort die rechte Schublade. Und dann schreibt er hier jetzt über die Christen, die eben dort einfach... Also die demonstrieren oder die auch bestimmte Dinge kritisch beleuchten. Ja, darüber sprechen auch. Genau, und auch Leute, die das recherchiert haben, von einer anderen Seite kommen. Ja. Auch Ärzte, Forscher, Virologen und so. Es geht nur um Christen. Also er spricht die, hier über Christen. Die er das nachvollziehen. Nein, er spricht hier nur über Christen in diesem Mail. Mhm. Ja. So, und dann schreibt er hier, man tut sich mit einer wilden Mischung aus aufgeregten, wie Querdenkern, Reichsbürgern und so weiter zusammen. Also das ist schon mal eine Unverschämtheit. Ja, also gleich wieder diese verrückten Reichsbürger da reinzubringen, nur weil man Sachen kritisch sieht. Das ist so typisch, ich weiß gar nicht, sowas von unsauber. Einfach alles, was einem nicht passt, sofort zu verteufeln und in die superrechte Ecke zu schmeißen. Das sind so diese klassischen Pauschalsprüche. Es ist echt elend. Ne? So, und dann sagt man, man geht in der falschen Annahme, dass man Reich Gottes bauen könnte mit solchen, die nicht zum Leib Christi gehören oder die das sogar strikt ablehnen und ganz andere Weltanschauungen für richtig halten. Wenn man das überlegt, was er da macht, dann sagt er, die Leute wollen Reich Gottes bauen, indem sie einfach ihre Situation oder ihre Meinung der Kritik ausdrücken. Das wage ich zu bezweifeln. Die wollen einfach nur sagen, Achtung, hier läuft was blöd. Mhm. Das hat erstmal mit dem Reich Gottes gar nichts zu tun. Das ist einfach, dass man sagt, hier sind Entwicklungen, die sehen wir bedenklich. Mhm. Das ist absolut in Ordnung. Abgesehen davon wäre dann jede Art von politischer oder gesellschaftlicher Aktivität natürlich falsch. Ja. Ne? Man darf dann eigentlich nach dem, was er sagt, nur mit Christen zusammenarbeiten, um irgendwas zu tun. Das ist unrealistisch. Das ist auch politisch nicht machbar. Das ist so ein richtiges Treibhaus. Ich weiß gar nicht. Ist auch eigentlich nicht so gewünscht, weil wir sollen Salz und Licht in der Welt sein. Absolut. Und man ist nicht Salz und Licht, wenn man schön in der Schublade bleibt. Ja. Und dann schreibt er weiter, Widerstand für Christen ist richtig gegen den Feind. Amen. Soweit. Und dann sagt er, aber wenn wir im menschlichen Bereich Widerstand oder Alternativen oder Aktivitäten gegen etwas durchführen, ist das sehr gewiss nicht vom Herrn. Das finde ich auch bemerkenswert. Wenn man gegen etwas ist, ist es nicht vom Herrn. Was für eine... Also das, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine verrückte Aussage kommen kann. Nur weil man gegen etwas ist, wir sind gegen Teufel, ja? Also, nur weil man gegen etwas ist, ist es nicht vom Herrn. Das ist vollkommen absurd, ja? Denn wer gegen etwas ist, schreibt er, hat das Falsche im Fokus und setzt sich davon ab. Aber was das Richtige sein soll, wird oft nicht gesagt, beziehungsweise gibt es gar keine Vorstellung davon. Hier, das ist so eine irre Aussage, ja? Christen sind gegen Dinge. Sie sind beispielsweise gegen Abtreibung. Sie sind gegen Human Trafficking. Sie sind gegen Ausbeutung. Sie sind gegen Menschenrechtsverletzungen. Sie sind gegen Verfolgung Andersgläubiger. Ja? Sie sind gegen Zerstörung der Familie. Sie sind gegen Aushebelung von Grundrechten. Sie sind gegen Verfolgung von Christen irgendwo in der Welt. Sie sind gegen viele Dinge. Ja. Man kann doch nicht sagen, das ist alles widergöttlich. Das ist komplett eine unsinnige Aussage, was der Mann hier schreibt. So, und dann
lenkt aber gleich wieder ein bisschen ein, sagt, manche Leute sehen richtigerweise Probleme und Herausforderungen in unserem Gemeinwesen. Also jetzt aber mal doch richtig, wenn man irgendwie Probleme sieht. Ja? Und dann schreibt er, Christen tendieren dann dazu, das in ihre persönlichen, endzeitlichen Überzeugungen einzubauen. Das ist absolut legitim, ist absolut vernünftig. Das darf man. Ne? Und dagegen menschlich aufzustehen. Sie lassen sich also letztlich vom Feind aufwühlen und aufwiegeln, verbreiten das Falsche und machen so, und jetzt kommt der dicke Klops, und machen so den Job des Feindes. Sie fokussieren auf das oder den Falschen, den Satan. Also das ist eine super steile Aussage, gell? Wer also ein Problem im Gemeinwesen sieht und das einfach interpretiert unter seinem endzeitlichen, eschatologischen Verständnis oder egal welchem Verständnis, wer das macht, ja, der macht den Job des Feindes. Hier, da fällt mir nichts mehr ein. Also so eine wahnsinnige Aussage. Das heißt, jeder, der aufsteht, jeder, der Position bezieht, macht den Job des Feindes. Das ist eine echt extreme Aussage. Ja, das erinnert mich an das, was wir vor Monaten hatten. Da war mal einer, der hatte auf Facebook gepostet, Kritik an der Regierung grenzt an Gotteslästerung. Mhm. Ja, das stimmt. Darüber haben wir mal einen Clip gemacht, weil es sowas von. So, also, was für eine unvorstellbare Arroganz, ja, gegenüber jedem, der Kritik äußert. Was für eine Dreistigkeit an einen Christen gegenüber. Ja, unfassbar. Abgesehen davon, Bonhoeffer, nur als Beispiel, hätte den Job des Feindes gemacht, ja? Luther, als er da in Worms stand und gesagt hat, hier stehe ich und kann nicht anders, der hat auch den Job des Feindes gemacht, nach der Interpretation. Und Martin Luther ging sowieso. Das ist einfach eine unsinnige Aussage, verstehst du? Das ist etwas, was, ich weiß überhaupt nicht, wie man so schräg denken kann. Und dann sagt er hier, jetzt weiter, da wird zentral unterstellt, dass es geheime Drahtzieher bzw. das System gäbe, die systematisch und zielgerichtet lügen, betrügen, das Volk manipulieren und unterdrücken, demokratische Regeln und den Rechtsstaat zerstören wollten. Ja, ja. Das sagen diese Leute, das ist richtig. Genau das sagen die. Die sagen, da steckt eine Agenda dahinter, da ist irgendwas da dahinter. Ist eine Absicht. Das, was hier läuft, ist so irre, da muss was dahinter stehen, weil so unsinnig können die Politiker gar nicht agieren, wenn es nicht irgendwas dahinter gibt. Das ist nicht nachvollziehbar. Und dann sagt er, also wenn man das so sieht, das ist wirklich Unsinn. Aus seiner Sichtweise. Das ist aber mehr als Unsinn, und jetzt kommt wieder so ein Klops, denn es schürt Misstrauen und zerstört damit die Grundlagen unseres Gemeinwesens. Das führt in Richtung auf Unregierbarkeit und Chaos. Da fällt einem nichts mehr ein. Jemand, der die Entwicklung kritisch sieht, wer vermutet, dass da irgendwas dahinter steckt, ja, nur das so sieht und das artikuliert, ja, der zerstört damit die Grundlagen unseres Gemeinwesens. Unregierbarkeit und Chaos. Kritik zerstört die Grundlagen des Gemeinwesens. Pass mal auf, was er sagt. Ja, die Christen zerstören das Gemeinwesen. Pass auf, nicht die Zensur, nicht die Isolation, nicht die Distanz, nicht das Misstrauen, nicht das Denunziantentum, was gefördert wird, nicht die Vernichtung von Arbeitsplätzen und Existenzen, nicht diese Angst, die geschürt wird, die Furcht, die Sorge, ja, nicht die Willkür, sondern die Christen sind schuld. Hier, das haben wir schon mal gehört. Ich kann sowas, das ist für mich ein Rätsel, wie man sowas sagen kann. Dann geht er weiter. Das hat Jesus zu keinem Zeitpunkt getan. Es wird behauptet, dass man wie unser König handle, also diese Christen, also nach den Absichten Gottes handeln, tut aber Dinge, die er nicht getan hat und nie tun würde, beziehungsweise spannt sich zusammen mit anderen Akteuren, die nicht tun, was unser König tut oder will. Okay, aber das gilt für jedermann, das hast du auch in der Politik und überall. Ja? Also überall, wo Christen sind und die aktiv sind, in jeder Firma hast du irgendwelche Akteure, die keine Christen sind. Und das ist wieder dieses Treibhausding, wo du sagst, nur Christen dürfen untereinander arbeiten.
abgesehen davon ist es Quatsch. Jesus hatte massiven Stress mit seiner damaligen Obrigkeit. Und die Obrigkeit war nicht nur religiös. Der Sanhedrin war nicht nur religiös. Es war die Obrigkeit des jüdischen Volkes. Ja. Ja? Hat er die nicht beschimpft? Hat er die nicht als getünchte Gräber bezeichnet? Hat er nicht riesen Stress mit denen gehabt? Hat er die nicht ständig vorgeführt? Oder hat er nicht den Tempel gereinigt, ein Skandal war? Ja. Ja? Er war nicht das Weichei, was alles abgenickt hat. Das stimmt einfach nicht. Ja? Ja. Er war jemand, der wirklich Position bezogen hat. Und das System konfrontiert hat. Er hat das konfrontiert, sonst hätten sie ihn bestimmt nicht umgebracht. Wenn er alles abgenickt hätte und ja gesagt hätte, wäre kein Problem gewesen. Ne? So, aber gerade weil er Position gezogen hat und weil er gezeigt hat, wie Reich Gottes funktioniert, es dargestellt hat, ja, deshalb hat man ihn eben tatsächlich dann hingerichtet. So, und jetzt geht's weiter. Ich kann die handelnden Personen in Politik und in der Wissenschaft sehr gut einschätzen. Okay? Warum auch immer? Gut. Die tun, was aus ihrem Blickwinkel richtig ist. Sie tun es gewissenhaft und aufrichtig. Okay? Aber die Christen dürfen das nicht. Ne? Die Christen, die dürfen nicht das tun, was aus ihrem Blickwinkel richtig ist, und die dürfen da nicht gewissenhaft nachrichtig tun, denn das ist ja dann wieder vom Teufel. Die Politiker, was die tun, ist okay, wenn die Christen was tun, ist ganz böse. Ehrlich. Ne? Nirgends gibt es da, schreibt er weiter, diese geheime steuernde Instanz, die zielgerichtet unsere Wirtschaft oder gar das Gemeinwesen zerstört. Nirgends. Und unmittelbar darauf widerspricht er sich. Dann schreibt er, ja, der Feind steuert mit. In einem Absatz, ne? Ja, das sind weithin Nichtchristen. Ja, natürlich. Das war aber zu allen Zeiten in der Geschichte und ausgeprägt auch zur Zeit Jesu der Fall. Ja, es laufen die großen Entwicklungen hin zur Wiederkunft des Herrn ab. Natürlich. Bei manchen Sachen da... Also egal, lassen wir das. Ja. Weißt du, das eigentliche Problem ist, dass man Christen in Deutschland schon immer den Mund verboten hat. Das stimmt. Die Welt liebt es, wenn die Christen die Klappe halten, alles abnicken. Die liebt es, wenn sie nicht aufsteht, nicht für gute geistliche Dinge einsteht, nicht Position bezieht, nicht für Familie, nicht für Gerechtigkeit aufsteht. Den Erhalt der Demokratie, der Gesellschaft, der Kernfamilie und all diese Dinge. Absolut. Ja, das stimmt. Aber selbst Adenauer, das war jemand, der für Gerechtigkeit aufgestanden ist und dann Bundeskanzler wurde. Ja? Es war ein Christ, der in ganz normal mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat, um die Grundlage für unseren Staat zu legen. Nur mal als Beispiel. Der hat auch nicht alles abgenickt, sonst wäre er nicht von den Nazis verfolgt worden. Mhm. Ne? So, und dieses Abnicken, dieses Mundhalten, dieses Mitmachen, das hatten wir extrem ausgeprägt im Kaiserreich, das hatten wir extrem ausgeprägt in der Nazi-Herrschaft und das hatten wir auch in der DDR. Und jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Ihr Christen, haltet ja die Klappe. Nehmt keine Position ein. Es ist egal, was ihr denkt, ihr müsst einfach nur funktionieren. Das ist absolut nicht in Ordnung. Weißt du, als Christen dürfen wir eine Meinung haben und wir dürfen sie wie jeder andere Bürger äußern. Wir dürfen dafür aufstehen und wir dürfen dafür demonstrieren. Das ist Bürgerrecht. Keiner kann das verbieten. Ja? Und niemand hat das Recht, ob er ein geistlicher Leiter ist oder nicht, das als gotteslästerlich oder als Job des Teufels zu beschreiben. Das ist eine bodenlose Anmaßung. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist undemokratisch und das ist auch nicht christlich. Nein. So, ja, ich bin gleich fertig. Dazu noch, wir haben dazu drei Clips gedreht, die das Thema so ein bisschen aufgreifen. Das eine heißt der angepasste schweigende Christ. Ja. Das andere ist die biblische Endzeitlehre und die große Verschwörung. Und das dritte, wie ist das mit der Obrigkeit? Dazu haben wir schon mal Stellung genommen vor mehreren Wochen. Findest du bei uns auf der Website. Und dann habe ich noch ein super cooles Zitat gefunden. Gustav Heinemann, Bundespräsident von 1969 bis 1974. Mhm. Bundespräsident. Der hat Folgendes gesagt. Das ist demokratisch. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates.
Also wir sagen, die Autorität, die Obrigkeit ist das Volk und nicht die Regierung. Genau das sagt er. Und deshalb sagt er, nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Da würde ich fast Amen sagen zu dem, was der Herr Heinemann hier gesagt hat. Ja. So, also es hat mir einfach auf der Seele gelegen, mal ein paar Worte dazu zu sagen. Hm. Weil, wie gesagt, solche Sachen kriegen wir ab und zu. Und neben den anderen Guten gibt es auch solche. Es gibt auch solche und ich finde es so unmöglich, wie irgendwelche Leute aufstehen und anderen im Grunde genommen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und dass nur ihre Meinung, das ist das Einzige, was geht und alles andere muss sozusagen unterbunden werden. So. Okay, jetzt machen wir da einen Schnitt und wir wollen heute Abend über ein Thema sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das hier schon sehen könnt. Wir haben hier etwas aufgebaut für euch und wir sprechen heute Abend und jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt hier miteinander haben, da sprechen wir über Rimmon. Hast du das Wort schon mal gehört? Rimmon. Rimmon ist der hebräische Name für diese Frucht. Diese Frucht ist ein Granatapfel. Und über diese Frucht wollen Martin und ich heute ein bisschen lehren. Wir haben vieles in der Bibel darüber gelesen. Es wird hochspannend, kann ich dir sagen. Und es wird dich weiterbringen. Und du wirst ganz, ganz viele Dinge hören und entdecken. Und wie gesagt, wir fangen an mit Rimmon. Rimmon ist der hebräische Name für den Granatapfel und in Israel lieben die Leute diesen Granatapfel und deswegen werden sogar Ortschaften in Israel danach benannt. Zum Beispiel Gat Rimmon oder Hadad Rimmon. Es ist ganz vielfältig, was da gesagt wird. Und dieser Granatapfel, das war etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Es gibt ganz, ganz viele Sachen in der Kosmetik und in dem gesundheitlichen Bereich über den Granatapfel. Es gibt sogar Salböl, das heißt sogar Granatapfel. Und was ich auch noch gefunden habe, das muss ich euch zeigen, das fand ich ganz witzig, das ist ein Spülmittel, was Granatapfel heißt. Und wir wollen heute Abend nach den biblischen Grundlagen schauen. Wir wollen schauen, wie ist das Prophetische, der prophetische Blick auf diese Frucht. Denn sie kommt in der Bibel ganz, ganz oft vor. Und wie gesagt, wollen wir nicht nur über Geist und Seele reden, sondern auch über den Körper. Und trotzdem wirst du merken, dass diese Rimmon-Frucht über diese drei Gebiete spricht. Wenn du in dem Internet eingibst Granatapfel, dann kannst du da auch viele Infos finden. Eine Seite heißt schöpfunginfo.de oder so ähnlich. Und die haben geschrieben, die reife Frucht verbirgt ihren schmackhaften Kern hinter einer derben Schale. Diese wirkt auf den ersten Blick nicht unbedingt einladend, ist aber durch ihre ledrige Beschaffenheit dafür verantwortlich, dass der Granatapfel bis zu mehreren Monaten gelagert werden kann. Und das ohne Qualitätsverlust. Das Innere der Frucht hingegen fasziniert mit einer komplexen Gesetzmäßigkeit und einer appetitlich anmutenden Ästhetik. Beinahe geheimnisvoll verbergen sich im Inneren durch Häutchen unterteilte Kammern, die wiederum hunderte von kräftig geformten Kernen enthalten, in denen sich jeweils ein Same verbirgt. Der Saft des Granatapfels, der beim Aufschneiden unweigerlich auftritt, ist ein wenig säuerlich und von blutroter Farbe.
die aus Textilien sehr schwer zu entfernen ist. So, das ist so die grobe Übersichtserklärung über diese Frucht. Jetzt im Moment ist ja auch Laubhüttenfestzeit in Israel. Und wer schon mal in Israel zu dieser Zeit war, der weiß, dass der Granatapfel dort in dieser Zeit in seiner Hocherntephase ist. Und du findest an jeder Ecke einen Stand, wo Granatapfel gepresst wird, wo du den Saft abgefüllt bekommst. Du kannst ihn da vor Ort trinken. Du kannst Granatapfelkerne in solchen Bechern kaufen. Und es ist sehr appetitlich und sehr erfrischend, weil es eben, es ist kein zuckriges Obst, sondern es ist wirklich ein bisschen säuerlich vom Charakter. So, wo finden wir diesen Granatapfel erwähnt in der Bibel? Martin wird nachher noch über viele andere Dinge vom Granatapfel sprechen. Ich habe ein bisschen was an Bibelstellen, was ich gerne mit euch teilen möchte. 4. Mose 20, Vers 5 erzählt uns, dass das Volk in der Wüste Zin angekommen war. Miriam wurde zum Beispiel dort dann begraben und das Volk kommt in eine heftige Bedrängnis, nämlich es ist kein Wasser da. Und das trieb sie gegen Mose und Aaron richtig in Rage zu kommen. Und sie sagen, das kannst du in diesem Vers lesen, wären wir doch umgekommen. Warum habt ihr uns in die Wüste gebracht, um uns an diesem elenden Ort zu bringen, wo man nicht säen kann, wo es keine Feigenbäume oder Weinstöcke oder Granatapfelbäume gibt und kein Wasser zu trinken? Das war eine sehr brenzliche Situation. Das war sehr, sehr schwierig für das Volk. Und sie sagen, warum habt ihr uns überhaupt hierher gebracht? Hättet ihr uns doch umgebracht? Warum habt ihr uns nicht in Ägypten gelassen? Und diese Stelle, die hat mir wirklich zu denken gegeben. Denn es war wieder mal so, dass das der große Rückblick nach hinten gewesen ist. Man hatte völlig vergessen, dass es da um Sklaverei ging, um Bedrückung ging, dass es um Ausbeutung ging von einem System, was dem Volk Gottes nicht wohlgesonnen war. Es war die große Sehnsucht nach den erfrischenden Früchten damals. Warum habt ihr uns nicht erlaubt, bei den Granatapfelbäumen zu bleiben? Man schaute nur auf diesen persönlichen Verlust. Und vor allen Dingen stelle ich mir vor, wenn sie kein Wasser hatten, dieser Granatapfel ist ja eine Frucht, die sehr wasserhaltig, also sehr safthaltig ist. Und wenn du diese Frucht isst, viele von euch kennen die bestimmt, dann wirst du merken, dass es wirklich auch ein echt durstlöschendes Obst. Dieses Zurückschauen und dieses ins Murren reinkommen. Das ist heute noch bei uns echt oft vorhanden. Ich hüte mich selber immer wieder vor dieser Falle, die der Feind mir stellen will. Es kann so schnell gehen, dass du sagst, oh, wie geht's mir so schlecht? Was ist so schwierig in meinem Leben? Warum kann der andere das denn nicht machen? Und in mir ist nur Verlust. Früher war alles viel besser. Und wir kommen in dieses Murren und in dieses Klagen und in dieses Deprimiertsein und du findest nichts Gutes mehr. Und du wirst irgendwann anfangen, gegen Gott zu murren, wie er dich denn in diese Lage hat bringen können. Im prophetischen Sinn, da sehen wir, dass Gott dann genau diesen Verlust des Volkes, was sie so beklagen, diese Bedrängnis des Volkes, als eine beständige Erinnerung an die priesterlichen Gewänder anbringen lässt. Und nicht nur an die Gewänder, sondern auch
Später in dem Salomonischen Tempel sind die Kapitelle mit Granatapfel verziert. Aus Stein und gemeißelt und gegossen und wie auch immer sie das gemacht haben. Das hat der Herr wirklich als ein Zeichen genommen, dass sie immer wieder dieses vor Augen hatten, dieses Murren und gleichzeitig die Verheißung. Da kommen wir gleich noch drauf. Das war als Bedrückung einerseits empfunden und andererseits hatte der Priester das an seinem Gewand und er brachte ins Heiligtum, also nicht in das Allerheiligste, sondern im Heiligtum verrichtete er mit diesem priesterlichen Gewand den Dienst, den Opferdienst. Und für uns heute bedeutet das, Jesus als unser hoher Priester hat unsere Last, unsere Bedrückung, unsere Verluste, unsere Sehnsucht nach dem, was wir vielleicht verloren haben, an Gesundheit, an Finanzen, an guten Beziehungen, auch an Kindern, an so vielen Dingen haben wir erlebt, dass es Mühsal und Bedrängnis in unserer Vergangenheit gab. Und er möchte nicht, dass wir immer wieder zurückschauen zu dem, sondern dass wir sehen, er als unser hoher Priester ist mit dieser Mühsal in das Heiligtum gegangen, um selbst zum Opfer zu werden. Er hat das Opfer gebracht und er sagt uns, wenn du mühselig und beladen bist, komm zu mir und ich werde dir Erfrischung und Entlastung geben. Das ist ja das, was das Volk Israel wollte, Erfrischung und Entlastung. Dann lesen wir in 4. Mose 13, Vers 23, wo das Volk Israel in der Wüste ist und Mose schickt Kundschafter in das Land Kanaan, dass sie sehen sollten, wie das Land beschaffen ist. Das war ein Auftrag, den Gott ihnen gegeben hatte. Und dann heißt es in diesem Vers 23, und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten daselbst eine Rebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zwei auf einem Stecken tragen. Also zwei Leute mussten auf einem Stecken diese riesige Traube tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Und die Verheißung Gottes war tatsächlich, dass sie ein Land bewohnen werden, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel sind. Ein Land, darin Ölbäume und Honig wachsen. So, das ist das, was in der Wüste passiert ist, in dem verheißenen Land, in dem, wo schon das priesterliche Gewand in der Stiftshütte so gearbeitet wurde. Und das nächste, was wir lesen, ist, dass der Tempel von Salomo, das liest du in 1. Könige 7, 42, der war verziert mit diesen Granatäpfeln an den Gitterwerken. Da heißt es, und die 400 Granatäpfel an den zwei Gitterwerken, je zwei Reihen Granatäpfel an einem Gitterwerk zu bedecken, die zwei kugeligen Knäufe auf den Säulen. So, das ist etwas, was Gott wieder, er hat es, diese Erinnerung des Volkes an die Sklaverei, wo sie diesen Granatapfel genossen haben, das hat er noch weiter vertieft, indem das Salomo in dem Tempel, in den Säulen hat aufbauen lassen. So, dann lesen wir später in Jeremia 52 von der großen Niederlage, dem großen Verlust des Volkes der Juden, das nämlich die Zerstörung Jerusalems beschrieben wird. Die Häuser wurden verbrannt und die Mauern niedergerissen. Der Tempel von Salomo wurde vollkommen zerstört und die Dinge wurden alle weggebracht. Man hat diese Stadt und diesen Tempel vollkommen ausgeraubt. Und das Schlimmste war, dass dann die Menschen nach Babel weggeführt wurden. Und es wird berichtet, dass 4600 Menschen gefangen weggeführt wurden.
Hier wird genau beschrieben, was zerstört und geraubt wurde, einzeln aufgeführt. Das ist Gott wichtig. Schau, diese Frucht, das ist Gott wichtig, dass sie in der Bibel erwähnt wird, und wir werden nachher noch eine Menge Einzelheiten dazu hören. Dann kann man im Hohen Lied, das ist vielleicht nicht jedermanns erstes Bibelbuch, was man immer so liest, aber wenn man tiefer einsteigt, kann man sehr viele Schätze in diesem Buch vom Hohen Lied finden. Und da wird der Granatapfel 3 oder 4 Mal erwähnt. Und das eine ist in Hohelied 4, Vers 3. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und deine Rede lieblich. Deine Wangen sind wie der Ritz am Granatapfel zwischen deinen Zöpfen. Ist das nicht eine, ja, ich würde sagen, witzige oder lustige oder praktische Beschreibung? So, und dann das nächste ist in Hohelied 6, Vers 11. Ich bin hinab in den Nussgarten gegangen, zu schauen die Sträucher am Bach, zu schauen, ob der Weinstock blüht, ob die Granatäpfel grünen. Da wird wieder beschrieben, dass dieser Granatapfel immer in diesem Volk gewesen ist. Sie haben den wieder im verheißenen Land gefunden. Sie haben wieder das angebaut, und du liest ganz, ganz viele Dinge über den Granatapfel in der Bibel. Und in Joel, dem großen prophetischen Buch, da lesen wir sogar, dass es eine Zeit des Verlustes des Granatapfelbaumes gab. Der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum verschwunden. Granatapfelbaum, auch Palme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, verdorrt ist die Freude, den Menschen ist sie entzogen. Das war auch ein Vers, der hat wirklich zu mir gesprochen, weil ich empfinde diese Zeit, in der wir jetzt gerade sind, als etwas, wo Dinge wie verdorrt sind, leblos, inaktiv, und wo die Freude den Menschen entzogen wurde. Das ist dann das, wenn Angst regiert. Wenn Angst die Oberhand bekommt, dann ist es so, dass den Menschen die Freude entzogen wurde. Und wir wollen jetzt gleich weiterhören über diese besondere Frucht. Es ist wirklich etwas, was uns bereichert und bereichern wird. Aber ich möchte euch vorab hier ein paar Bilder zeigen, wie das überhaupt mit dem Granatapfel funktioniert. Also hier zunächst einmal könnt ihr eine Blüte sehen. So richtig knallrot, sieht richtig gewaltig aus und echt schön. Ne? Und aus der entwickelt sich dann später, wenn sie bestäubt ist, dann der Fruchtstand. Ja? Und das Interessante hierbei ist, dass da eben sich dieses sternenförmige ergibt. Du hast also hier jetzt auf diesem Bild siehst du 6 Dreiecke. Ja? Und das gibt auch welche mit mehr, also bis zu 11 von diesen Blättern gibt es da, aber sehr häufig sind es eben diese 6. Und das ist sehr interessant, wenn man sich das anschaut, und später noch werde ich was dazu sagen. Ja, und dann entsteht also hier tatsächlich so ein kleiner apfelähnliche Frucht. Und weißt du was? Granatapfelbäume sind keine Riesenbäume. Das sind keine großen Bäume wie, was weiß ich, eine Eiche oder eine Buche oder sonst was, sondern das sind eigentlich eher solche Sträucher. Ja, so ein bisschen wie unsere Obstgehölze halt bei uns auch sind. Also im allergrößten Maximalfall werden sie mal 5 Meter hoch. Aber normalerweise ist das eher, dass sie deutlich kleiner sind. Hier nochmal ein anderes Bild davon. Ja, wo es also einfach, du siehst, das ist so in so einem Innenhof. Ne? Und wenn die Frucht also dann bleibt und nicht gepflückt wird, dann irgendwann kommt es dazu, dass sie richtig aufplatzt. Und die Samen dann eben rausfallen. Und das ist eben dieser Effekt, ja, des Granatapfels, was auch dem Ganzen den Namen gegeben hat.
hier kannst du das ganz gut sehen, denn Granatapfel vom Lateinischen, das kommt vom Wort Granatus und das heißt einfach Körner oder Kerne. Also eigentlich, richtig gesagt, ist es ein Körnerapfel vom Wort her. Viel mehr steckt da gar nicht drin. Ne? Den hebräischen Begriff Rimmon hat Sigrid schon gesagt. So, es ist also ein kleiner Baum und das Interessante ist aber, der Baum oder dieser bessere Strauch kann mehrere hundert Jahre alt werden. Und auf diese Weise kann der während seines Lebens Zehntausende von Früchten hervorbringen. Gerade jetzt ist Granatapfelzeit. Das ist so zwischen September und Dezember werden die geerntet. Und ja, sie haben eine dünne, ledrige Schale, also richtig zäh, ne? Und das Interessante ist, diese Granatäpfel, es ist kein normales Obst, ja, sondern das ist eine echte Sondergruppe. Eigentlich sagt man, das ist eine Sonderart von Beeren. Also Beerenfrüchten, ne? Kleine Beeren, davon eine Sonderart, wie auch immer. Auf jeden Fall sagen die Biologen, das ist einmalig, biologisch einzigartig. Es gibt auch keine direkten botanischen Verwandten dazu oder sowas, sondern es ist eine Frucht, die wirklich besonders ist. Durch diese lederartige Frucht kann das monatelang gelagert werden. Monatelang. Ja, so, wie Sigrid schon gesagt hat, ist das also im Inneren von zahlreichen solchen Fächern durchzogen. Ich zeige euch das mal hier. Da kann man sich das mal anschauen. Also einfach Deckel ab und dann siehst du hier im Inneren eigentlich dann sehr schön, ja, wie das hier so aufgebaut ist, hier von diesen weißen, übrigens komplett ungenießbaren Teilen durchzogen, wo dann eben diese Kerne wirklich drin sind. Und das Weiße, das ist etwa so ungenießbar wie bei einer Apfelsine. Ja, das ist also sehr bitter und ist also einfach nicht zum Verzehr gedacht. Der Granatapfel zählt zu den ältesten Kultur- und Heilfrüchten, die es überhaupt auf der Welt gibt. Ja, den gibt es also schon seit wirklich Menschengedenken. Und hat so diesen herb, bitteren Geschmack, ja, von dem Saft her. Und wenn man drankommen will, ist es wirklich mit Mühe verbunden. Man muss das aufbrechen, man muss da rangehen, man muss dann gucken, wie komme ich da wirklich ran. Und das ist immer so eine Sache. Und da gibt es eben die verschiedensten Methoden, wie man einen Granatapfel öffnet. Ja? Das eine ist, wie hier, man schneidet es einfach ähnlich wie so eine Apfelsine auf. Erstmal oben, ja, das Ding ab und dann einfach so einritzen und du hast hier dann tatsächlich solche Schnitze und kommst dann da irgendwie dran. Das ist eine Methode. Eine andere ist einfach, sie halb aufzuschneiden. Hupsa, ich bin ja gar nicht im Bild. Moment mal, ich bring das mal hier rüber. Sie halb aufzuschneiden und hier habe ich was Cooles. Das hier ist etwas, was es im Nahen Osten gibt. Habe ich jetzt hier aus Israel mitgebracht. So eine ganz interessante Apparatur mit so einem Art Silikon-Dingen hier oben drauf. Und das ist folgendermaßen, ja, man nimmt also den Granatapfel ganz normal, schneidet ihn halb durch. Also richtig halb, ne? Das gibt dann häufig schon ein bisschen Schweinerei, weil der Saft ist sehr rot und sehr intensiv. Dann legt man das da drauf, eben mit diesem Silikondingen da drüber. Und dann kloppt man einfach hier mit einem Löffel oder was so lange drauf rum, bis das eben komplett dann anfängt da rauszufallen. Ja, am besten natürlich noch ein bisschen einritzen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was das Spritzen verhindert. Und dann fallen eben die Körner hier sehr schön rein. Ganz praktisch und eigentlich eine relativ zivilisierte Methode, an diese begehrten Körner hier ranzukommen. Aber wie gesagt, es ist immer auch mit Farbe verbunden, weil die Farbe vom Granatapfel ist sehr intensiv. Der Saft ist auch ja, wirklich erfärbt. Er
muss man dich ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil sonst hast du die Klamotten richtig verhunzt. Es hat also gewisse Mühe. Ja, du musst es dann auch aufbrechen und rausholen. Und bis du hier so eine richtige Portion mal zusammen hast, ja, mit den Körnern, also da hast du schon vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten dran zu arbeiten. Und das ist hier, glaube ich, vier Granatäpfel sind da drin. Gut, aber das ist ja jetzt nicht mein eigentlicher Punkt. Was ich sagen will ist, dieser Granatapfel ist super kerngesund. Super kerngesund. Es gibt über 250 wissenschaftliche Studien, die nachgewiesen haben, dass der Granatapfel sehr positive Wirkung auf Herz-Kreislauf hat, auf das Thema Krebs hat, ja, gegen Arthritis hat. Und da ist insbesondere eben dieser rote Saft, ja, da sind Polyphenole enthalten, sogenannte, und die sind antientzündlich, krebshemmend, antioxidativ, das heißt, das ist einfach etwas, was uns gut tut. Alles, was mit roten Beeren zu tun hat oder mit roten Fruchtsaft, beinhaltet das, aber eben beim Granatapfel ganz, ganz intensiv. So, man sagt also, der Saft des Granatapfels bekämpft Herz- und Kreislauferkrankungen. Sehr gut. Ja, denn Herz- und Kreislaufprobleme sind eine der meisten, also eine von den beiden meisten Todesursachen weltweit. Das ist Herz- und Kreislaufprobleme und Krebs. Diese beiden. Und genau gegen diese Mittel, gegen diese Probleme richtet sich dieses Mittel, dieser Granatapfel. Ne? So, er ist beispielsweise sehr gut für die Durchblutung des Herzmuskels. Ne? Bei Krebs hat man ganz erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ja? Insbesondere, wenn es um hormonabhängige Sachen geht. So habe ich hier gelesen, bei Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs und so weiter ist es also wirklich etwas, wo man dagegen das nutzen kann, um den Krebs zu bekämpfen, zu besiegen, zu dämpfen. Ne? Hier heißt es, in einer Studie konnten Prostatakrebspatienten durch den Verzehr von Granatapfelsaft, also dauerhaft natürlich dann, ihren PSA-Wert 300% länger Konstanz halten. Ne? Und neueste Studien zeigen, dass auch beim schwersten Stadium von Prostatakrebs der Granatapfelsaft immer noch Besserung herbeiführt. Also ganz interessant. Ja, man sagt, er bekämpft auch Magengeschwüre, ist auch gegen Nervenkrankheiten, wie gesagt, bekämpft zu hohem Blutdruck, ist gut bei zu hohem Cholesterinspiegel, bekämpft generell Entzündungen, lindert auch Gelenkbeschwerden, insbesondere Arthritis. Dann hat man festgestellt, er hemmt die Entwicklung von Alzheimer bzw. Demenz, wirkt dem Alterungsprozess der Zellen entgegen und erhöht auch noch die Potenz. Also was willst du mehr? Das ist wirklich grandios, ein gigantisches Heilmittel, was der Herr uns da geschenkt hat mit diesem Granatapfel. Eine Studie hat ergeben, dass man durch fermentierte Granatapfelessenzen sogar Leukämiezellen wieder in gesunde Zellen zurückbilden konnte. Also das ist wirklich cool, ja. Ein ganz interessantes Mittel aus der Schöpfung, was der Herr uns geschenkt hat. Bitte beachte, wir sind keine Ärzte, wir haben das uns lediglich angelesen. Also alles natürlich unter Vorbehalt, ja. Gut, der Granatapfel ist aber eine biblische Frucht. Kommt immer wieder in der Bibel vor. Es gibt über 30 Bibelstellen, wo es um den Granatapfel geht. Ne? Und er spielt in der jüdischen Tradition eine wirklich wichtige Rolle, wurde gemeinsam mit dem siebenarmigen Leuchter, der Menorah, sogar zum Symbol des Volkes Israel, dem zweithäufigst verwendeten Symbol des Volkes Israel. Ne? Und es ist so bei Archäologen, wenn Archäologen also irgendwo was ausgraben und sie finden einen Granatapfel, dann gehen sie mit größter Wahrscheinlichkeit davon aus, das ist jüdisch. Und wenn sie irgendwo, beispielsweise auf dem Mosaikboden oder sowas, Fische dargestellt werden, wissen sie, das ist christlich. Und wenn Granatäpfel da sind, dann gehen sie davon aus, es ist jüdisch.
Das ist ein kleiner Granatapfel aus Elfenbein, den man gefunden hat, den Archäologen gefunden haben. Ganz klein. Man weiß nicht, vielleicht war das auch etwas, was beim hohen priesterlichen Gewand angebracht war. Es ist ganz klein, also nur, was weiß ich, 1,5 Zentimeter groß. Ein kleines Schmuckstück. Gut, aber was ich sagen wollte, ist noch, der Saft, dieses Rot, steht natürlich auch für Blut. Und es steht auch für Macht. Ne? Der Reichsapfel des Kaisers, also des deutschen Kaisers, als zu der Zeit, als es das Heilige Römische Reich deutscher Nation gab, da gab es den Reichsapfel und das war ein Granatapfel. Und der Granatapfel ist natürlich dann schon das Machtsymbol und es ist auch völlig logisch. In dem Granatapfel ganz, 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 ganz viele Kerne, also zusammengefasst in einer Einheit. Ja? Und das Ganze dann noch oben mit einer Krone gekrönt. Das war natürlich für einen Kaiser, der für eben seine Untertanen steht, die in verschiedenen Ländern sind und so weiter, verschiedenen Kammern sozusagen, war das natürlich das super perfekte Symbol. Ja? Und von daher war es das, was diesen Reichsapfel, dieses Zeichen der Macht ausgedrückt hat. Diese Frucht also mit dem Rot und dieser Symbolik, die da drin ist, als Zeichen von Autorität, Zeichen von Macht. Das finde ich wirklich interessant. Also steckt da schon einiges drin. Genau. Und wie gesagt, im Hohelied eben auch noch dieser Aspekt der Liebe, der Fruchtbarkeit und des Lebens. Ne? Am Saum des Gewandes des Hohenpriesters, da gab es auch Granatäpfel. Und da ist aber viel wichtiger für uns, dass wir erstmal verstehen, warum sind denn die da angebracht? Was hat das für eine Bedeutung? Für die Rabbiner oder überhaupt für Juden ist der Granatapfel das Symbol für das Gebot, für das Gesetz, was Gott Mose gegeben hat. Sie sind das bedeutendste Symbol, ja, für das Gesetz, was natürlich super, super wichtig ist, auch für uns Christen, super wichtig, das Gesetz, was Gott gegeben hat. Nun, jetzt ist es so, es gibt 613 Gebote und Verbote im Alten Testament, im Jüdischen sind das Mitzvot, 613 Mitzvot und zwar 248 Gebote und 365 Verbote. Ja, so. Und jetzt geht man gemäß jüdischem Verständnis davon aus, dass der Granatapfel genau 613 Kerne besitzt und damit das perfekte Bild ist für eben das Gesetz, das Gebot Gottes. Nun, ich weiß es nicht, ich kann es nicht bestätigen, dass das 613 sind, aber man geht davon aus, das ist eben einfach die Lehre, ja, dass man sagt, das ist ein Symbol für diese Fülle von den Geboten, die Gott uns gegeben hat, die alle super wichtig sind und die zu beachten sind. Nun, ich habe gerade gesagt, dass der Saft ein Mittel gegen Krebs ist. Ne? Der Krebs ist zunächst ganz winzig, unscheinbar und letztlich wuchert er immer mehr um sich, ja, und ist letztlich todbringend. Krebs ist ein Bild, ein Symbol für Sünde. Ja, also einfach als Symbol. Ja, dieses Wuchernde, dieses Gefährliche, dieses Todbringende, ein Bild für Sünde. Ne? Es ist erst ganz unscheinbar, ganz klein, nimmt immer mehr Macht und letztlich bewirkt es den Tod. Und was ist für uns und für die Juden, für uns als Christen und auch für die Juden natürlich das wichtigste Mittel gegen Sünde? Das Wort Gottes. Das, was er uns sagt, wie wir uns zu verhalten haben, im übertragenen Sinne die Gebote, ja, seine Empfehlung, seine Anordnung. Das beste Mittel gegen die Sünde, also den Krebs und viele anderen Krankheiten, ist das Befolgen von dem, was Gott gesagt hat. Ja, und dafür steht der Granatapfel. Das Einnehmen sozusagen des Wortes Gottes, wenn du das wirklich dich damit beschäftigst, inhaliert, damit das in dich aufnimmst, ja, das ist etwas, was dir Leben bringt, was gegen diese todbringenden Dinge vorangeht, ja, was dich vor Verderbnis und Tod eben schützt. So heißt es in 5. Mose 6, Vers 2,
Wenn du den Herrn, dein Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und Gebote dein ganzes Leben lang achtest, wirst du lange leben. Dafür ist, wie gesagt, gemäß jüdischem Verständnis der Granatapfel ein Bild. Und deshalb hat man das eben, wie Sigrid schon erzählt hat, an diesen Säulen des Tempels festgebracht. Und deshalb hat man es auch am Gewand des hohen Priesters angebracht. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Hier seht ihr das, der hohe Priester. Und dann hier unten am Gewand diese kleinen Glöckchen. Das wurde ausdrücklich von Gott angeordnet, dass das so gemacht werden soll. Das gibt es bei keiner anderen Frucht und überhaupt nicht mehr sonst im Alten Testament. So heißt es in 2. Mose 28, ab Vers 31. Mache das Oberkleid des Ephods ganz aus violettem Purpur. An seinem unteren Saum sollst du Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff anbringen. Ringsum an seinem Saum. Und zwischen ihnen ringsum goldene Glöckchen. Erst ein goldenes Glöckchen, dann ein Granatapfel. Und wieder ein goldenes Glöckchen und ein Granatapfel. Ringsum an dem Saum des Oberkleides. Und Aaron, also als der Hohepriester, soll es anhaben, um darin den Dienst zu verrichten. Und der Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht vor Yahweh. Also super präzise Anordnungen Gottes, wie er das möchte. Und dass an diesem Gewand eben tatsächlich diese Abbildung des Granatapfels ist. Deshalb ist es im Judentum einfach so wichtig, ja, ein Symbol einfach für diesen hohenpriesterlichen Dienst. Ne? Gut. Ja, die Farbe Purpur steht für königliche Würde. Und das Karmesin, das Rot, eben für Blut und Opfer. Und wir wissen natürlich, dass die Bibel davon spricht, im Hebräerbrief insbesondere, dass Jesus als unser Hohepriester ins Heiligtum gegangen ist mit seinem eigenen Blut. Ja? Und dass Jesus das Opfer vollkommen erfüllt hat. Das Gesetz, wie gesagt, hierdurch symbolisiert, komplett erfüllt hat. Alles, was darin enthalten ist. Er hat ein vollkommenes Opfer gebracht und als vollkommener Hohepriester ist er ins Allerheiligste, ins himmlische Allerheiligste gegangen und hat für uns alle Sühnung erwirkt. Und das ist etwas, wo wir natürlich als Christen wissen, dass wir etwas viel, viel, viel Besseres haben, als das, was der alte Bund jemals bieten konnte. Auch wenn das das perfekte Vorbild, der Vorschatten davon ist. So, hier seht ihr mal ein Bild vom Tempel Salomos, wie der ausgesehen haben könnte. Und hier sind eben diese Säulen. Ja, das sind eben 9 Meter hohe Säulen aus Kupfer oder Bronze. Und die wurden damals, zur damaligen Zeit, mit kolossalem Aufwand hergestellt. Die standen vor dem Tempel, säumten den Eingang und damit den Zugang zu Gott. Ja, diese gewaltigen Säulen. Und da waren oben eben Granatäpfel, jede Menge, dran befestigt. Das Ganze kannst du nachlesen, wenn du möchtest, in 1. Könige 7. Da steht das also sehr genau drin mit den Granatäpfeln, wie die anzubringen sind und so weiter. Jetzt ist es so, dass im Urtext verwendete Wort für diese Kapitelle, also die da oben drauf sind, wo auch die Granatäpfeln dran sind, ja, ist das gleiche Wort, das für Ölschalen von Leuchtern verwendet wird. Beispielsweise finden wir das in Sacharja 4, Vers 2. Und deshalb gibt es Gelehrte, die gehen davon aus, dass es sich bei diesen Kapitellen und diesen Säulen eher um gewaltige, gigantische Leuchter gehandelt hat. Ja, also in diesen Kapitellen, das war mehr wie so eine Art Netzkonstruktion, da war eben, wurde Feuer reingemacht und die haben dann eben gewaltig gebrannt. Was natürlich an die Feuersäule erinnert hat, zur Zeit der Wüstenwanderung, wo man auch eben, ja, die eben auch beim Heiligtum zu sehen war. Man weiß es nicht genau, aber könnte so sein. Eine weitere bemerkenswerte Vorkommen von dem Granatapfel ist, es gehört zu den 7 Früchten des verheißenen Landes. Weißt du, das ist natürlich für das jüdische Volk und überhaupt für die Israeliten aller Zeiten super, super wichtig. Gott hat ein verheißenes Land gegeben.
Ja, Gott hat gesagt, ihr dürft rauskommen aus der Sklaverei. Ihr braucht da nicht drin zu bleiben. Es gibt ein Land, wo komplette Versorgung ist. Es gibt ein Land, wo ich euch segnen werde. Es gibt etwas, wo ihr in Freiheit sein könnt. Und das ist genau das, was wir als Christen wollen. Wir wollen in dem, was der Herr für uns hat, vorangehen. Wir wollen darin leben. Wir wollen diese Versorgung und diesen Segen haben. Ja, wir müssen rauskommen aus dieser Sklaverei. Wir müssen rauskommen aus diesem Ägypten. Der Pharao ist ein Bild für den Teufel, den Sklaventreiber, der gnadenlos ist, der uns als Volk Gottes quält und bedrängt. Und durch das, was Christus getan hat, ja, als Passahlamm, dürfen wir hinauskommen, dürfen aus dieser Sklaverei rauskommen, hinein in das Leben, was der Herr für uns hat. Und das ist für das Volk Israel natürlich von entscheidender Bedeutung. Und da gibt es eine super, super wichtige Bibelstelle. Und das ist 5. Mose 8 ab Vers 7. Ne? Und da heißt es, denn Jahwe, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Halleluja. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land. Und jetzt kommen diese 7 Früchte, diese 7 Sorten Israels. Ein Land, erstens des Weizens, zweitens und der Gerste, drittens der Weinstöcke, viertens Feigenbäume, fünftens der Granatbäume, aha, sechstens ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und dann siebtens und Honig, wobei da Dattelsirup gemeint ist. Kein Bienenhonig. Wenn du im Alten Testament, wenn es um Bienenhonig geht, dann wird das immer präzise beschrieben. Wie beispielsweise Jonathan bei diesem Kampf, der ist hingegangen und hat Bienenhonig gegessen. Oder Simson, der diesen Löwen zerrissen hat, wo dann da dieser Bienenstock drin war und so weiter. Das steht dann immer im Kontext drin. Ansonsten ist damit immer Dattelhonig, also Dattelsirup gemeint. Und dann geht es weiter in diesem Text. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst Jahwe, dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Weißt du was? Das ist eine Verheißung, die auch für uns gilt. Für uns gilt genau das Gleiche. Wir haben ein verheißenes Land, wo wir völlige Versorgung vom Herrn haben. Er will, dass wir nicht in Armut unser Brot essen. Er will, dass wir versorgt sind. Er will, dass wir gesegnet sind. Er will, dass wir es gut haben. Ja, da ist zu arbeiten. Aber es gibt einen guten Ertrag. Und das ist das, was Gott für uns hat. Und das nennt Gott. Gott nennt diese 7 Sorten. Und da zählt eben dieser super coole Granatapfel dazu. Das heißt, es ist Gott wichtig. Er sagt, das ist ein Zeichen für den Segen, den ich für euch habe. Ja, gemeinsam mit diesen anderen Sachen. Wenn du darüber nachdenkst und da mal tiefer einsteigst, dann merkst du, jede von diesen 7 Sorten ist hochprophetisch. Da steckt etwas drin. Wie hier beim Granatapfel eben ein Bild für das Gesetz, für die Fülle des Gesetzes, für das, was einfach von Gott gesagt wird. Guck, der Granatapfel hat diese ganzen Kerne. Die Kerne sind süß, die Kerne sind super, die sind genial. Aber sie sind eingebettet in etwas, was man eben nicht essen kann, was bitter ist. Eingehüllt in diese ledrige, ungenießbare Schale. Genau so ist es mit dem Gebot, mit dem Gesetz, mit dem Wort Gottes. Für viele ist das einfach was, was sagen, ja, sieht ja ganz nett aus, aber ist ja ungenießbar. Ja, du musst dir die Mühe machen, es aufzumachen, einzusteigen, zu schauen. Und dann wirst du merken, hey, es ist genial. Und es ist nicht nur genial vom Geschmack her, es ist genial im Geistlichen, weil es eben dieses Mittel gegen Sünde ist. Das hier, der Granatapfel, als ein Bild für das Wort Gottes und für seine Anordnung, die er uns gegeben hat, damit wir in guter Weise leben können. Und das finde ich wirklich gigantisch. Es gibt ein Fest im biblischen Festkalender, das ist Schawott. Ja, und Schawott ist etwas, da mussten oder durften die Männer einen Korb mit Früchten, so alles, was sie so hatten, zum Tempel bringen oder zur Stiftshütte. Und da haben sie einfach reingetan, was sie eben an Früchten hatten. Da gab es keine präzisen Vorgaben. Und es brauchte kein Blutopfer gebracht zu werden, sondern es waren Früchte. Ja, also Weizen, Gerste und sowas und eben ein paar Früchte, die sie noch hatten. Und diese haben sie in einen Korb gepackt, sind zum Tempel gegangen oder vorher zur Stiftshütte
sind in einen Bereich getreten, der sonst streng verboten war, wo sie niemals hintreten konnten, nämlich zwischen dem großen Brandopferaltar und dem Heiligtum. Da durften sie hingehen, war sonst streng verboten, und haben diesen Korb genommen und hochgehalten. Und dann kam ein Priester dazu und hat seine Hand unter den Korb ebenfalls gehalten. Und dann haben sie diesen Korb so hin und her bewegt. Das war ein Schwingopfer. Und haben dann diesen Korb mit den Früchten einfach abgestellt. Und alles war super. Gott war mit diesem Opfer zufrieden. Ein ganz eigentliches, tümliches Opfer. Gibt es sonst gar nicht mehr. Und das war etwas, wo dieser bunte Fruchtkorb ins Heiligtum gebracht werden konnte. Aber weißt du was? Niemals konnte ein normaler Mann aus dem Volk Israel so nah an das Heiligtum herankommen wie an diesem Tag mit diesem Opfer. Das war etwas Besonderes. Ja, es gab einen Zugang dazu. Ja, man konnte dem Heiligtum nahe kommen, man konnte Gott so nahe kommen wie sonst eben nicht. Und da eben war dieser Granatapfel dann am besten Teil dieses Opfers. Ganz interessant. Steckt auch viel drin von der Bedeutung, auch von der prophetischen. Eine andere Story, die uns die Bibel beispielsweise berichtet, ist König Saul. Da haben wir neulich auch mal drüber gesprochen, die Situation mit Jonathan und seinem Waffenträger und Saul. Und das knüpft wieder so ein bisschen an das an, was ich vorhin da vorgelesen hatte mit diesem Mail, was uns da geschickt worden ist. Weißt du, Jonathan hat dort gewartet und gewartet und gewartet. Und der Feind war oben im Land und hat Zerstörung angerichtet. Dieser Zerstörer, so nannte der Feind eben seine Heeresabteilungen, die im Land rumgegangen sind und Vernichtung gebracht haben. Ja, die waren unterwegs und es brannte ihm, dass er aktiv werden wollte. Das war diese Sache, wo er da diese Schlucht hochgeklettert ist mit seinem Waffenträger. Und das Interessante ist, dass während Jonathan sich heimlich abgemacht hat, ja, eben nicht sitzen geblieben ist, eben nicht die Klappe gehalten hat, sondern einfach losgegangen ist für das, was er für richtig hielt, ja, um den Feind zu konfrontieren, währenddem saß Saul unter dem Granatapfelbaum mit seinen Kämpfern. Und die haben da beratschlagt und beratschlagt und beratschlagt. Und wenn du den Text liest, wochenlang. Nun, aber das Komische ist, wenn du weißt, ein Granatapfelbaum ist kein Baum, sondern ein Busch, da saß der drunter. Das ist sehr befremdlich. Die Aussage ist, Saul war unter dem Gesetz. Er hat sich mit dem Gesetz beschäftigt. Er hat irgendwie dieses religiöse Ding gehabt. Aber Jonathan hat einfach gesagt, ich gehe jetzt los und konfrontiere den Feind. Und der Herr war mit ihm. Ja, und das ist auch ein interessanter Punkt. Wenn wir losgehen, wenn wir aktiv sind gegen den Feind, wenn wir uns nicht, wie soll ich mal sagen, inaktiv da zurückhalten lassen, wenn wir nicht so angepasst sind, sondern losgehen, ja, dann ist der Herr mit uns. Gleiche Story wie mit David und Goliath. David hat einfach gesagt, was geht denn hier ab? Während das ganze Heer von Saul bis zu dem Zeitpunkt wochenlang sich hat beschimpfen lassen. Und er kam und hat gesagt, ist doch unmöglich, was hier passiert. Das ist ein Unbeschnittener. Ja, ich komme im Namen des Herrn gegen den. Und zack, war der Sieg da. Und das ist ein Bild dafür, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht, wie soll ich mal sagen, in so einer religiösen Kiste drin bleiben, sondern dass wir wirklich mit dem Herrn in das hineingehen, was er für uns hat. Ja, dass wir vorwärts gehen, dass wir vorwärts preschen. Und da ist also der Granatapfelbaum oder Busch ein Bild dafür, dass Saul eben unter diesem ganzen Ding drunter war und nicht in Aktion gekommen ist. Und das ist eine Gefahr. Ja, man bewegt sich dann, was dürfen wir, was ist religiös erlaubt und was geht nicht und was können wir und was dürfen wir, anstatt einfach den Feind zu attackieren, anstatt einfach loszugehen. Weißt du, Rainer Bonk hat immer so schön gesagt, Gott geht mit denen, die gehen. Aber er sitzt nicht mit denen, die sitzen. Ja, und das ist wahr. Das ist wahr. Geh los und der Herr ist mit dir. Ich sag's dir. Gut, aber jetzt wird's spannend. Der Granatapfelbaum, der Granatapfel ist auch ein Bild für die Gemeinde. Für die Ekklesia.
Ja, Ekklesia heißt die Gemeinschaft der Gläubigen, beziehungsweise wörtlich die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und da ist es ein interessantes Bild. Guck, du hast eine Vielzahl von diesen Kernen und die sind ja in diesen ganz unterschiedlichen Sektionen. Die sind irgendwie so ein bisschen abgetrennt. Es gibt immer diese abgetrennten Sektionen, wo die dran drin wachsen. Und dann kommt die nächste Sektion und die nächste Sektion, so wie Kirchen, Denominationen, christliche Gruppierungen. Und da drin dann jeweils diese Kerne, die da hervorkommen. Unterschiedliche Kammern mit vielen Einzelnen, alles zusammen eingehüllt in diese einzige Frucht. Und das ist ein Bild einfach für das Volk Gottes, auch im Neuen Bund. Ja? Ein Gehäuse, sozusagen der Leib Christi, sage ich mal, und viele, viele innen drin in verschiedenen Bereichen. Alle nebeneinander, alle gleichwertig. Das finde ich cool. Im Neuen Testament finden wir das mit den Gliedern am Leib, was Paulus uns schreibt. Ja? Das ist das neutestamentliche Bild von Einheit in Vielfalt. Ne? Einheit, das ist wirklich gut. Aus einer Vielzahl von einzelnen Individuen, so heißt es hier, die in einzelnen Gruppierungen zusammengefasst sind, bildet sich eine Einheit, die durch eine leichte, aber schützende Schale zusammengefasst ist. Die Umhüllung selbst und die einzelnen Wände sind nicht genießbar. Sie bilden nur den Rahmen, in dem sich der Einzelne entwickeln kann. Das ist wirklich ein gutes Bild für unterschiedlichste Gemeinden, die alle zusammen das Volk Gottes bilden. Und da lesen wir in Epheser 4, Abvers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Ja, cool. Gemäß jüdischem Verständnis gibt es noch mehr darüber hinaus. Ja, der Granatapfel gilt wegen seiner Form als Kugel und wegen der Vielzahl eben dieser Kerne, wegen dem Wohlgeruch der Blüten und so weiter, auch als Bild für die Vollkommenheit, nämlich die Vollkommenheit Gottes. Ja? Du hast also quasi eine unüberschaubare Zahl von Wesenseigenschaften Gottes da drin, ne? Eine Fülle, ja, und gleichzeitig ist es etwas, was so genial ist und so hilfreich ist. Und deshalb verstehen die darunter ein Bild sogar für Gott selbst. Und dann ist natürlich noch der Punkt, diese Blüte bildet hier oben natürlich diese Krone. Guck übrigens nur zur Info, wenn man die zurückbiegt und die brechen ab, wie hier, dann ist der Granatapfel reif. Ne? Also daran kannst du erkennen, ob der Granatapfel reif ist. Gut, und dann habe ich, wo habe ich, war das der? Hier, gucken wir mal hier. Das Interessante ist, wenn du ein 6, ein 6er hast, so wie hier, ja, dann siehst du hier, oh, das kann man schlecht sehen, dann siehst du hier, genau, wenn man genau guckt, siehst du hier einen Davidstern. Und es gibt Forscher, die sagen, das ist der eigentliche Ursprung des Davidsterns. Das ist also quasi hier die Krone des Granatapfels. Weiß man nicht, aber ist zumindest eine sehr interessante, bemerkenswerte Überlegung. Wir glauben, dass der Granatapfel eine echte Bedeutung für uns hat. Und wenn ich das mal jetzt einfach zusammenfassen kann. Ne? Wenn wir umkehren zu Gottes Wort, dann werden wir Heilung empfangen. Wir werden Leben und Gesundung und Befreiung finden. Gott hat für uns eine wunderbare Versorgung in einem eigenen persönlichen Land für uns. Es ist ein gutes Land und es ist gut, wenn du dich danach ausstreckst, wenn du dich dahin auf den Weg machst. Das Gesetz Gottes
seine Anordnungen, ja, ist im Neuen Testament in unser Herz geschrieben, durch den Heiligen Geist. Ja, wir brauchen das Gebot nicht mehr so wie im Alten Testament zu befolgen, ja, im Natürlichen, sondern der Geist Gottes lehrt uns, wie dieses Gesetz wirklich zu befolgen ist. Wir wissen ja, im Alten Testament, niemand konnte das Gesetz halten. Aber im Neuen Testament, durch den innewohnenden Geist, sind wir in der Lage, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Ne? Das ist etwas, was in unser Herz geschrieben ist. Das Wort Gottes, das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes. Das sagt Jesaja, das sagt Hesekiel. So, und dieses Gesetz, das in uns ist, was der Heilige Geist in unsere Herzen hineinschreibt, Herzen aus Fleisch, nicht mehr aus Stein, ja, das ist es, was der beste Schutz ist gegen den Krebs der Sünde. Das ist der beste Schutz gegen das, was eigentlich der Feind uns antun will, der uns zerstören will, der uns vernichten will, der uns immer mehr einfach in diese zerstörerischen Sog hineinbringen will. Und dieses Gesetz ist einzigartig. Es gibt nichts in der Richtung, es gibt keine Verwandte, ja, sondern es gibt nur dieses Gesetz. Und wie ich vorhin schon sagte, es macht Mühe, sich damit zu beschäftigen. Man kommt nicht einfach so rein. Du kannst das nicht nehmen wie einen Apfel und reinbeißen, ja, beziehungsweise wirst du sehr schnell merken, dass das jetzt keine gute Idee ist, ne? Sondern du musst dran arbeiten, du musst wirklich ein bisschen arbeiten, bis du an den eigentlichen, an die Kerne kommst. Ne? Äußerlich ist es scheinbar ungenießbar, aber innen drin ist ein gigantischer Segen enthalten und so ist das mit dem Wort Gottes. Man muss ein bisschen reingraben, ja, um die Segnungen zu finden. Das ist nichts, was auf den ersten Blick vielleicht so erkennbar ist. So viele Leute sagen, ja, die Bibel ist langweilig, verstehe ich sowieso nicht. Ja, fang mal an, dran zu bleiben, fang mal an, reinzugehen, beschäftige dich doch mal intensiver damit. Lest bitte nicht nur die Losung, sondern lest das Wort Gottes. Es ist das, was Leben ist. Das ist das lebendige Wort, was nicht allein zurückkommt, sondern was bewirken wird in deinem Leben. Es ist etwas, was der Herr für dich hat. Es ist das Wort Gottes. Ja, es ist die Wahrheit. Es ist das, was mehr Bestand hat als der Boden, auf dem wir stehen. Ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Es hat absoluten Bestand. Es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Weißt du, ich mache es nicht als Vorwurf, aber einfach nur als Hinweis. Es gibt Christen, die können ohne Schwierigkeiten 2, 3, 4 Stunden Fernsehen gucken. Die können die Tageszeitung eine Stunde lesen. Aber mit dem Wort Gottes haben sie Schwierigkeiten. Du, es ist auch eine Frage, wie du deine Prioritäten setzt. Dieses Wort Gottes ist das beste Mittel gegen diese Krebs der Sünde. Ne? Es schützt dein Herz. Es schützt deinen Kreislauf, deinen Blutdruck. Auch im übertragenen Sinne. Dein Herz. Ja? Es schützt vor Verfall, auch eben vor Demenz, ja, auch im geistlichen Sinne zu verstehen. Ne? Es ist genial, es hält uns fit, es wirkt der Alterung entgegen. Es steht für den Tempel, für die Heiligung, für Heiligkeit, für Opfer, für Gerechtigkeit. Und der Tempel im Neuen Testament bist du. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist in dir. Ja, deshalb ist auch da der Granatapfel ein Bild dafür. Und er steht für die Gemeinde, für die Ekklesia. Und da wird es wieder interessant. Als ein Zeichen der Macht, als dieser, sagen wir mal, Reichsapfel des Kaisers, ja, als ein Zeichen der Macht, der Autorität, der Position, ne, ist es etwas, was uns gegeben ist, um darin vorwärts zu gehen. Als Volk Gottes haben wir die geistliche Autorität und wir müssen sie nutzen. Wir müssen sie auch nutzen im ganz normalen Umfeld unseres Lebens. Es ist nicht nur etwas, was geistlich allein zu verstehen ist, sondern was bis in unser normales Leben hineinkommen muss. Ja, das ist wichtig. Und deshalb sind wir auch, durchaus bereit, konfrontative Themen anzusprechen und auf Missstände hinzuweisen. Weil wir sagen, da sind Sachen, die sind nicht in Ordnung. Weil wir wissen, der Herr hat uns Autorität gegeben, Position gegeben. Wir brauchen nicht kleine Duckmäuser zu sein, die alles abnicken, sondern wir dürfen in der Position als Söhne und Töchter Gottes uns hinstellen und sagen, was wahr ist und was richtig ist und was Gott wohlgefällig ist. Wir werden nicht Böses Gutes nennen, gut nennen und Gutes Böse nennen.
Das ist nicht in Ordnung. Das tun wir nicht als Volk Gottes. Diese Frucht gehört zu unserem verheißenen Land. Ja? So, und was sind die Anordnungen, die Gott uns gibt? Was ist das, was er sagt? Ja? Hier diese Gebote und Gesetze. Ja? Was ist das, was in unserem Herzen geschrieben ist? Was ist das, was Jesus gesagt hat? Und wenn du alles zusammennimmst, dann gibt es natürlich eine Fülle davon. Ja? Liebe deinen Nächsten, dich selbst, liebe Gott. Ja? Nehmt einmal und, wenn wir schauen, was er uns gesagt hat. Aber weißt du, was am meisten ist? Er sagt am meisten, geht und verkündigt mein Wort. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, rettet Menschen. Der Missionsbefehl, der immer wieder vorkommt in den Evangelien, das ist das, was Jesus am meisten gesagt hat und was ihm am wichtigsten ist. Ja? Und zwar in der Position, die uns gegeben ist. Ja? Als Ekklesia, als die Herausgerufenen, als diejenigen, die die Autorität, die königliche Macht haben, gehen wir im Geist und wir rufen Menschen in die Rettung, dass sie erlöst werden, dass sie gerettet werden, dass auch sie frei werden von diesem Krebs der Sünde, von diesem Elend, was das Herz krank macht. Ja? Und wie schon gesagt, Krebs und Herzprobleme sind die beiden meisten Todesursachen auf der Welt, wo bereits in diesem Jahr viele, viele, viele Millionen dran gestorben sind. Und genau dafür spricht diese geniale Frucht. Ich finde das so genial. Ich finde das so cool. Und von daher, freuen wir uns, euch einfach ein bisschen mit reingenommen zu haben in diese Thematik hier mit diesem Granatapfel. Amen. Ist das nicht eine geniale Message, eine geniale Information, eine geniale Lehre, ein Bild? Und das ist das, weshalb ich so gerne auch in der Bibel forsche, weil es Dinge darin gibt, die für uns, für unser Leben so, so wichtig sind und die uns helfen, das Wort Gottes noch besser zu verstehen. Also dieses Bild von dem Davidstern, das ist doch grandios. Ich bewundere das, wie der Herr diese Dinge gestaltet hat und durch die Dinge zu uns spricht. Ja. Ich habe noch einen guten Vorschlag für Eltern, die größere Kinder haben. Es gibt ja jetzt diese Zeit, wo es viel regnet, wo es kalt ist und wo man immer guckt, was können wir machen. Nimm doch mal Granatäpfel und lass deine Kinder zählen. Also schon die größeren Kinder etwas, die über die hunderter Schritte zählen können natürlich. Aber lass sie doch zählen, ob es wirklich diese 613 Kerne wirklich sind. Lass doch mal da einen Nachmittag mit dran gehen. Du musst natürlich ein bisschen gucken, dass das alles auch spritzsicher, farbsicher abgedeckt ist. Ich hatte heute mal angefangen und habe gedacht, also ich müsste es doch auch mal wissen, ob da wirklich 613 Kerne drin sind. Also das jüdische Volk hat immer, die machen immer viele Berechnungen. Ich glaube wirklich, dass es stimmt. Oder dass mindestens der Durchschnitt wirklich trifft. Sonst hätten sie es nicht so gesagt. Aber das wäre zum Beispiel für einen Samstagnachmittag oder Sonntag, wäre das mal eine wirklich gute Sache. Und dann kannst du deinen Kindern diese Botschaft weitergeben von dem Gebot und von dem Gesetz und dass Jesus uns herausgerufen hat. Ja. Und dass es manchmal auch schwierig ist, dieses Herausrufen, dieses Herauslösen aus der Welt, aus dem, was auch den Kindern, den jugendlichen Kindern, was ihnen so schwer fällt. Denn der Zug ist ja immer drin zu bleiben in dem, was sie lieber machen würden. Und dass es einen Preis kostet, da rauszugehen, auch für uns Erwachsene. Das ist etwas, was diese Frucht uns wirklich als Beispiel sagt. Und ich weiß, dass Beispiele oft einfach zu uns sprechen, dass wir daraus was lernen können, abrufen können, ein tieferes Verständnis bekommen über die Dinge Gottes und wie er unseren Glauben ausweiten will. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es uns ein Anliegen ist, Überwinder zu trainieren. Ja. Diese Frucht ist für mich
die Frucht für Überwinder. Also ich würde die, wenn ich das aussuchen sollte, ich würde keine Banane nehmen, die wäre mir zu weich, sondern ich würde tatsächlich diese Frucht nehmen, weil es ist nicht so einfach, sie zu überwinden und nicht, sie spricht einfach in dem ganzen Thema für Überwinder. Und das ist etwas, was wir gerne in eurem Leben sehen wollen, in unserem Leben, in dem Leben unserer Kids sehen wollen, dass sie Überwinder werden, dass sie nicht in dem hängen bleiben, was so bitter ist. Ich habe am Anfang gesagt, das Volk Israel war in dieser Wüste Zin. Entschuldigung. Und sie waren verbittert und am Murren. Sie wollten wieder zurück zu dem, was ihnen so angenehm war. So, wir wollen Leute sein, die überwinden und die wirklich am Herrn dranbleiben. Und obendrauf noch extrem lange haltbar. Ja, Amen. Und die Bäume werden hunderte von Jahren alt. Also da steckt wirklich was drin. Halleluja. Lass uns beten. Jawohl, wir wollen für dich beten. Ja. Ja, wir beten hier einfach mal mit dem Granatapfel. Ja. Herr, wir danken dir für die geniale Botschaft, die du in diese Frucht hineingelegt hast. Ja, einfach eine prophetische Bedeutung, ja, die so cool ist. Ja, wo es darum geht, dass man hier über deine Eigenschaften einfach nachdenkt, die so vielfältig sind. Über das Gebot, das Gesetz nachdenkt, was heilsam ist, was genial ist. Ja, die Gemeinde, die Ekklesia, die hierdurch zum Ausdruck gebracht wird, dass es beim Tempel, bei der Stiftshütte, beim Hohen Priester vorkommt. Wir sind wirklich beeindruckt, Herr, einfach von deiner Kreativität und deiner Art, wie du Dinge hier so für uns ganz praktisch und greifbar machst. Und dass wir das genießen können und gleichzeitig uns bewusst sein dürfen, da steckt was drin. Herr, wir preisen dich dafür. Und ich bete dafür, dass einfach jeder Zuschauer ein Verständnis dafür bekommt, was das einfach ist. Ja, dass wir solche Dinge nehmen können und uns ganz im Natürlichen connecten können mit den geistlichen Segnungen, die du für uns hast. Insbesondere, dass du gestorben bist, dein Blut vergossen hast, damit dieser Krebs von Sünde geheilt ist, damit diese Krankheitsmacht in unserem Leben vernichtet ist, dass wir ewiges Leben haben dürfen, dass wir gerettet sind, dass wir zum Volk des Herrn gehören, dass wir hineingenommen sind in diese Schar der Herausgerufenen, ja, herausgerufen, woraus denn? Aus diesem verlorenen Weltsystem hineingerufen in dieses wunderbare Land des Lichts, was du für uns hast. Und da danken wir dir dafür. Und jeder einzelne Zuschauer, Herr, ich bete dafür, dass er wirklich diese Segnungen, die du uns gibst und die hier auch einfach, wie soll ich mal sagen, wie so symbolisch kodiert sind, dass er die ergreift. Ja, ich bete dafür auch darüber hinaus, dass er sich nicht den Mund verbieten lässt, sondern dass er Position bezieht. Ja, dass er sich bewusst ist, ich bin wer, ich gehöre zum Volk Gottes. Ich habe Autorität, ich habe Position. Der Herr möchte, dass ich vorwärts gehe und dass ich sein Reich baue und dass ich dafür stehe, dass einfach die göttliche Gerechtigkeit umgesetzt wird. Ja, ich bin nicht ein Ja-Sager, ich bin nicht einer, der alles abnickt, ich bin nicht jemand, der, wie soll ich mal sagen, so ein richtiger Weichgespülter ist, sondern ich bin jemand, der hier zu dieser Schar der Herausgerufenen gehört. Yes. Kostbar und wirklich genial. Yes. Herr, wir danken dir, dass dein Wort sagt, dass es Heilung ist für unser ganzes Fleisch. Yes. Und dass du uns Dinge vor die Augen stellst, die wir ergreifen können, die in deinem Wort verankert sind, die ein Vorschatten sind für das, was du uns sagen möchtest. Und ich danke dir, dass wir ausrufen können, proklamieren können, dass dein Wort jetzt zur Heilung für viele wird, die hier jetzt zuschauen, die in dieser Gemeinschaft sind, dass du uns begegnest mit deiner offenen Hand, deinem offenen Herzen für Heilung und Wiederherstellung, dass du Menschen neu in die Beziehung zu dir rufst, dass du neu wieder in Kraft und Mut und Zuversicht ins Herz schenkst, dass sie neu ergreifen, Heilung ist unter deinen Flügeln. Und Herr, wir proklamieren dieses Wort der Heilung. Wir proklamieren, dass dein Wort Heilung ist und dass wir dein Wort, wenn wir das
essen, wenn wir es kauen, wenn wir es verinnerlichen, wenn wir es in uns aufnehmen, dass es wirklich für uns zur Heilung wird, für Geist, Seele und Amen. Leib. Yes. Und dass wir neu werden in dir. Wir preisen dich, Herr Jesus. Wir ehren dich, Heiliger Geist. Und wir danken dir, Vater im Himmel, für dieses geniale Bild, für dieses geniale Beispiel deiner Gnade und Kraft. Und dass du so praktisch zu uns allen sprichst. Wir preisen und wir ehren dich. Und wir sprechen jetzt aus am Ende von diesem Zusammensein, dass, Herr, du alle bewahrst, dass du alle wirklich segnest mit dem Segen, den du für jeden hast. Yes. Mit der Stärke, die jeder braucht. Mit der Auferbauung. Herr, ich bete für offene Türen in der nächsten Woche. Für die Leute, die offene Türen brauchen. Herr, wir beten, dass du gute Nächte schenkst. Mit echten, tiefen Schlafgenuss und mit Träumen, die von dir sind. Herr, wir beten, dass du Auferbauung schenkst in den nächsten Tagen. Auch einen richtigen Zugang zu finden zu deinem Wort. Ja. Zur Zeit mit dir. Zu tiefen, echten Austausch im Gespräch mit dir, Herr. Wir beten, dass du deine Hand schützend über alle hältst. Dass wir durch diese Zeit kommen, die so schwierig ist, ja, in den äußeren Bedingungen, dass wir auf dich schauen, als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dass wir uns nicht zurückziehen, sondern vorwärts gehen. Amen. Dass wir überwinden, yes, und uns nicht unterkriegen lassen. Herr, dass wir wirklich ausgebildet sind von dir, in dem, dass wir auf dich sehen, dass wir auf dich hören, dass, absolut, wir das sprechen, richtig, was du sagst. Ja. Und wir proklamieren, dass das alle mitnimmt, dass du uns alle ummantelst in diesem Anliegen. Wir preisen und wir ehren dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. So, das war mal anders. Ja, das war anders. Und ich habe so gedacht, ey, eine Woche, die geht ja wirklich ganz, ganz schnell rum. Ich habe so gedacht, wir leben in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist, aber die schneller, irgendwie schneller läuft. Und deswegen lasst uns wachsam sein in der nächsten Woche. Lasst uns fokussiert sein auf das, was Gott in unser Leben bringt, wo er Dinge verändert, wo er tatsächlich Türen für uns öffnet. Ja, ja. Und das Wichtige ist, das, was Gott sagt. Ja. Auch in unserer jetzigen Situation. Amen. Das, was er sagt, ist entscheidend. Ja. Das, was irgendwelche Behörden oder Medien oder Regierung oder sonst was sagt, weltweit, ist alles irgendwas. Ja. Was Gott sagt, das ist entscheidend. Yes. Und das ist es, wonach wir uns ausstrecken müssen. Und deshalb, hier nochmal, das war diese Empfehlung mit diesem Büchlein. Gottes Botschaften hören und verstehen. Du kannst Gottes Stimme hören. Du kannst hineinkommen in diese Beziehung, dass du wirklich von ihm hörst, was für dich dran ist und wie du vorwärts gehen musst. Ja, der in dir wohnende Heilige Geist, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, der will dich leiten in alle Wahrheit. Und es ist notwendig in Zeiten wie diesen, dass wir wirklich, ja, hören, was der Geist uns sagt. Wir müssen lernen, seine Stimme zu hören. Wir müssen wissen, wie es darum geht. Und dafür empfehlen wir dir dieses Buch. Was wir im Shop haben, 10 Euro. Es ist wirklich, wirklich genial. Es wird dich segnen, es wird dich weiterbringen. Und es ist für eine Zeit wie diese, denke ich, unerlässlich, dass wir uns in dem Bereich schulen und trainieren. Ja. Jawohl. Okay. Halleluja. Wir hoffen, das hat dich gesegnet. Ja, bestimmt. Ja, ich gehe davon aus. Mich hat es auf jeden Fall auch mal wieder gesegnet. Ja. Weil es einfach ein super cooles Thema ist. Ja. Also, wir verabschieden uns. Bis nächsten Freitag. Und bleibt gesegnet. Ciao. Yes.